Hi, ich bin Janine von jostat.tv und heute sind wir bei den Kölner Verkehrsbetrieben und stellen euch den Ausbildungsberuf der Fachkraft im Fahrbetrieb vor. Vielleicht denken jetzt einige von euch, da ist man einfach Busfahrer oder Stadtbahnfahrer, aber hinter diesem Ausbildungsberuf, da steckt echt noch eine ganze Menge mehr. Und was genau, das zeigen uns jetzt gleich Dominik und Sammy. Sie machen nämlich ihre Ausbildung hier bei der KVB und ich darf heute sogar auch mal Bus fahren. Ja, der Ausbildungsberuf der Fachkraft im Fahrbetrieb splittet sich ja in zwei Fachrichtungen auf. Ne? Einmal Stadtbahn und einmal Bus. Und eins eint euch ja, da sind wir jetzt hier genau richtig, im Kundencenter. Was macht man hier genau? Genau, das Kundencenter ist jetzt also eine der großen Stationen für die kaufmännische Ausbildung. Das heißt, ich sage immer gerne, dass ich zwei Ausbildungen auf einmal mache. Einmal die kaufmännische, einmal die technische Seite. Und ja, im Kundencenter stelle ich Tickets aus, Kundenkarten, kümmere mich generell um Anliegen von den Kunden. Oder gebe auch Auskünfte über den Tarif, der ziemlich umfangreich ist. Warum hast du dich jetzt hier für die KVB entschieden? Also in erster Linie möchte ich hier meinen Traumberuf ausüben. Und in zweiter Linie sage ich jetzt mal, die KVB kümmert sich wunderbar um ihre Mitarbeiter. Und als Kölner geht man zur KVB. Und Sammy, wieso wolltest du unbedingt zur KVB? An der erster Linie, weil die KVB ein sicherer Arbeitgeber ist. Und ich wollte schon immer Stadtbahnfahrer werden. Und der dritte Grund ist, weil ich gerne in Köln arbeiten möchte. Dominik war noch nicht hier in der Leitstelle der KVB, aber dafür hat mir Sammy gerade eben schon erzählt, dass diese Leitstelle hier die modernste Europas ist. Und hier wird kontrolliert und disponiert. Und Sammy, du hast mir erzählt, du hattest auch schon ganz spannende Aufgaben hier. Genau, hier hat es sehr Spaß gemacht und ich durfte zum Beispiel direkt mit dem Fahrer in Kontakt aufnehmen durch den Funk. Und überall da, wo die roten Punkte zu sehen sind, kann man in Echtzeit sehen, wo überall die Bahnen sich befinden. Und falls was passiert, wir sind die erste Ansprechpartner. Das ist alles sehr technisch und sehr interessant. Ja, hier in die Werkstatt dürfen wir leider jetzt nicht rein, weil wir keine richtige Sicherheitskleidung anhaben. Aber du kannst mir doch erzählen, was du hier schon alles in dem Bereich gemacht hast. Hier werden zum Beispiel die Bahnen gewartet. Die kleineren Sachen werden hier gemacht. Für die größeren Sachen haben wir zum Beispiel Hauptwerkstatt in Weidenpech HW. Und das ist einer von den Lieblingsbereichen gewesen, wo ich hier gearbeitet habe, da ich selber sehr viel machen dürfte. Und da ich auch sehr viel selber schraube und das hat mir mega Spaß gemacht. Also zum Beispiel, was musstest du jetzt hier schon so reparieren? Was kommt da so vor? Die Warnblinker zum Beispiel oder der Schlussleuchte, sowas dürften wir selber machen. Wie hast du dich denn bei deiner ersten Fahrt gefühlt? Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, aber die Nervosität war natürlich da und das hat mega Spaß gemacht und das war schön. Und wie fahre ich denn mit so einer Bahn jetzt los? Also das ist ja jetzt ja kein Gas, sondern ich drücke dann hier unten drauf, oder? Das nennt man SIFA, also Sicherheit, Fahrschalter. Sobald man fahren möchte, muss man drauf gedrückt halten. Und mit dem Sollwertgeber zum Beispiel nach vorne kann man fahren, nach hinten kann man bremsen. Sammy, warum hast du dich entschieden, Stadtbahnfahrer und nicht Busfahrer zu werden? Weil ich in der Bahn viel mit Technik zu tun habe. Und habe halt meine eigene Kabine, wo ich alleine bin und halt auch ab und zu Kundenkontakt. Darauf freue ich mich auch. Und das ist der Grund gewesen dafür. Also ist ein bisschen ruhiger und ein bisschen abgeschiedener vorne? Genau, da kann man sich sehr gut konzentrieren und du sitzt ja halt ganz vorne und du kannst auch viel mitbekommen. Mhm. Und was möchtest du nach der Ausbildung machen? Auf jeden Fall erstmal fahren und hier bei der KVB bleiben. Ja, super, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Alles, alles Gute. Vielleicht fahre ich ja auch bald mal bei dir mit. Und jetzt gehe ich zum Busbetriebshof Nord und da sehe ich den Dominik.